Guten Tag und hallo, ich begrüße euch herzlich zu Teil 3 unseres The Bud's Tale Remastered Trilogie, was auch immer, angetestet Videos. Und zwar hatte ich ja in der letzten Folge gesagt, ich weiß nicht, wie ich die Spellpoints aufsammle oder wieder regeneriere. Jetzt weiß ich's, und zwar indem ich ihn hier aufsuche, den Roscoe. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon kurz vermutet und der macht das. Es kostet aber richtig viel Geld. Der will 80. Ja. Abhängig scheinbar davon, wie viel er auffüllt. Das ist schon heftig. Und dann kommen auch noch die 5 Hobbits. Puh. Aber jetzt kann ich wieder meine Sprüche machen. Was ich mich so ein bisschen frage, ist, nach was wird hier eigentlich Lost Her Voice, okay. Nach was wird hier eigentlich die Initiative berechnet? Normalerweise gibt es also bei Wizardry, meine ich, so einen Initiativewert, der quasi regelt, wer zuerst zuschlägt. Sehe ich ja hier irgendwie nicht so, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen schon ein bisschen aufpassen hier, das sieht nämlich gar nicht mal so gut aus. Für den Sossi zumindest. Die halten noch ein bisschen was aus hier, diese Hobbits. Wer hätte das gedacht? Und auf den Drobo gehen sie. Gar nicht so blöd. So, mal Quickfix auf den Sentencer. Und dann los. Sogar der Drobo kickt, okay. Ja, aber insgesamt ist der Schwierigkeitsgrad hier, wenn man sich nicht total bescheuert anstellt, relativ. Also im Vergleich zum Original relativ gering. Und dieses Autsch, das hätte man sich echt sparen können. Das sieht wirklich Mist aus. Warum geht das hier ab und zu mal hier so, wie das hier unten so hell in dem Charakterbereich? Ist das dann, wenn die sich regenerieren um einen Punkt? Da müssen wir mal drauf achten. Was ich an der Automap ganz gut finde, ist, dass die markanten Häuser zumindest mal markiert. Mit in so einem kleinen Zeichen, dass man weiß, was da ungefähr drin sein könnte. Aber was ihr anhand da schon wieder? Was ihr anhand des bisherigen Spielens auf jeden Fall seht, dass das Spieldesign einfach altbacken ist. Und zwar altbacken im Sinne von es geht hier einfach nur darum, rumzulaufen und Monsterhorden zu töten. Ich meine, gut, das ist bei Diablo auch nicht anders, aber bei Diablo ist es ein bisschen spektakulärer gemacht. So, das dauert alles noch. Das hier eigentlich? Achso, das war dieses Patch. Okay. Aha. Moment, was ist denn? Was ist denn das mit den Händen da? Achso, das ist die Tempelanlage. Okay. Was ich aber trotzdem noch nicht weiß, ist, ob ich in der Adventurers Guild ob ich da meine Punkte aufgefüllt bekomme. Das müssen wir noch rausfinden. So, der Sossi ist ja eigentlich sehr gut ausgestattet. Wem fehlt denn hier noch was? Der Sentenzer hat nichts. Das ist aber auch nicht so schlimm.
Was hast du? Du hast ein Tower Shield, du hast überhaupt keine. Nee. Will ich nicht. Du hast gar keine Rüstung an. Sehe ich gerade. Scale ist das Beste, was du tragen kannst. Und das können wir uns auch leisten. Dann machen wir das doch. So, dann gibt es noch sowas wie, ach so, man kann sogar noch ein bisschen besser sich ausrüsten, indem man noch irgendwie Handschuhe anzieht. Aha. Und Helm. Okay. Ja, das mache ich doch direkt mal. Schau mal, das Sossi. Marit kann hingegen keine Gauntlets, aber dafür die etwas teuren Leather Gloves und einen Helm. Und eine Robe für den Trubo oder ein Dagger oder beides oder ein Staff ist auch noch drin. Schau mal, ein Dagger macht 1 bis 4, ein Staff macht 1 bis 8. One-handed, two-handed, sagt er uns nicht. Okay. Ja gut, hat sich doch schon wieder rentiert. Haben wir doch wieder was gelernt. So. Ja, jetzt halt die Frage. Jetzt. Was steht da? Wieder ein Parchment. Guck mal. Temples are divining places of resurrection and complete healing. In fact, this is the only place to cure characters who have been withered or turned to stone. Aha. Aber das sagt nichts über die Hitpoints aus, wo ich die regeneriere. Jetzt Moment mal. Das hier war jetzt nochmal was? Das Review Board. Und wenn ich jetzt hier hochgehe, dann komme ich zum. Früher habe ich das ja alles auswendig gekannt. Da gab es ja keine Automap. Und genau. Was passiert hier? Hier passiert gar nichts. Nee, hier kann ich gar nichts machen. Ja. So ist das dann halt, gell? Noch ein Tempel. Ja, das ist. Ach, guck mal, ein Buckler. Manage your spell points carefully. Don't waste a spell if you can accomplish the same thing without magic. Torches, for example, often work as well as magic light spells. On the other hand, don't be shy about using magical in combat. When in doubt, blast them with magic. Das ist, was ist das denn hier? Ach, das ist der Samurai, den kenne ich auch noch. Das ist ja ganz, wie soll ich sagen, das ist ganz, das ist ja ganz nett gemacht, dass das hier quasi, dass die Tutorial-Tipps so in diese Parchments da verteilt werden. Noch eins. Be prepared to die a lot with level 1 and 2 characters, especially at night. Especially when you don't have any weapons and are just walking to Garth's shop. It might even be a good idea to stay close to a temple at night so you can quickly heal any wounds. Aha. So siehst du das also. Also gibt es einen Tag-Nacht-Wechsel. In den meisten Spielen dieser Art gibt es eigentlich eine Resting-Funktion, dass man sagt, ich schlafe jetzt und dann heile ich mich auf. Und wenn ich mich aufheile, kann ich nachts, wenn ich Pech habe, überfallen werden. Das ist so das Gängige. Nicht so hier. Ach so, ich habe, ja, ich hätte was trinken sollen. Mein Bade ist jetzt quasi nahezu nutzlos. Und ich glaube, gegen sechs von diesen Viechern hier wird es auch ein bisschen schwierig. 13 Punkte. Ach du Kacke. Oh. Oh, Scheiße. Ja. Ich hätte vielleicht rennen sollen.  װ                         ││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 
Nein. Nein, wollte ich nicht. Nochmal Attack, Attack, Cast a Spell, Quick Fix, Sentenza, Cast a Spell. Air Armor. Das sieht ja wirklich schlecht aus. Okay, ich hau ab. So, und jetzt? Jetzt stehen wir ganz dumm da, weil jetzt habe ich kein Geld. Jetzt habe ich kein Geld. Bin aber auch relativ angeschlagen. Ich finde hier lauter tolle Sachen, das ist ja schön. Zwei Mercenaries, da bin ich mal gespannt. Wir müssen jetzt quasi auch kämpfen. Ei, 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 ei. Ich habe noch gesagt, da muss man ganz schön blöd sich anstellen. Aber so blöd musste ich mich jetzt gar nicht anstellen. Ich habe mich schon so ein bisschen für unbesiegbar gehalten. Ah ja, Hochmut kommt, wie gesagt, vor den Fall. Okay, jetzt haben wir 31 Dingenskirchen bekommen. Ich bezweifle, dass ich damit irgendjemanden wiederbeleben kann. Was mir aber auf jeden Fall auch schon aufgefallen ist. Ach du Scheiße. Ich hätte vielleicht vorhin auch mal einfach rennen sollen, als die 6 Barbaren da waren. Was mir aufgefallen ist, auf der Straße treffe ich überhaupt keinen Gegner. Das wundert mich ein bisschen. 450! Leute, kann ich das irgendwie neu laden hier? Das geht ja überhaupt nicht klar. Das gefällt mir immer noch hier, das finde ich cool. So. Ja. Ich glaube, so viel haben wir nicht verpasst. Ich glaube, das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist beim Roscoe vorbeizuschauen. Genau. Und wo war der jetzt wieder? Man weiß es nicht. The Death Archer Street. Aber das ist jetzt doch eigentlich Grinding, oder? Jetzt muss ich halt so lange kämpfen, bis ich mal Level Up endlich habe. Sechs Kobolde. Was meint ihr? Gegen Kobolde? Ach, müsste klappen. So. Okay, der Schaden, den die Kobolde machen, der ist nämlich überschaubar. Das konnte ich jetzt von den Barbaren nun wirklich nicht sagen. Fight. Attack, attack, attack. Cast a spell. Falscher Spell. Egal. Quick.
fix, defend, and yes. Es wäre wahrscheinlich weise, nochmal zum Gas zu gehen und mir das Zeug zu kaufen. Dann sind die Kämpfe natürlich auch ein bisschen besser für mich. Guck mal hier, ein kleines Lämmchen. Fight, attack, 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 attack. Ich glaube, in späteren Teilen ist das sogar so, dass man sagen kann, mach einfach die Aktion vom letzten Mal nochmal. Wiederhol das einfach. Oh, guck mal, 257 Gold bekommen. Oder war das in Wizardry? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Zwei Mercenaries. Das nehmen wir mit. Irgendwie ist der Sentenzer noch nicht so durchschlagskräftig. Ich dachte immer, dass der ohne Waffe besser draufhaut, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht. Ah, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ich muss ihm auch mal eine Waffe kaufen. So, ich habe nicht mehr viele Spellpoints. Ich fand jetzt zum Beispiel den Kampf hier nicht wesentlich einfacher als den gegen die sechs Goblins oder was das war. Trotzdem wesentlich weniger Geld bekommen. Übrigens, das war jetzt zum ersten Mal, glaube ich, dass mich einer auf der Straße angreift, oder? So, mal kurz noch mal gucken wegen Cast a Spell. Wir hatten noch ein bisschen was Dalamar. Quick. Cersei. Und. Nochmal. Auf. Hier auf den Drubo. Gucke mal. Da könnten wir noch mal was trinken. You don't feel too well. Okay. Not bad. Gut. Stimme müsste geölt sein. Temple of Kiosk. No, no, no. Ich will jetzt gerne mal zum Kollegen Gas. Ein Spider, das ist okay. Hier macht natürlich der Hunter, also der Fernkämpfer, deutlich mehr Sinn. Weil es hier Entfernungsstufung gibt. Der kann ja dann quasi schon jetzt aktiv werden, wenn er noch gar nicht in der Nähe ist, der Gegner. Das ist schon ganz gut. Die Emerald Street. Emerald Street. So, wo war der? Nee. Gott sei Dank. Gott, ich hab mich schon tot gesehen. Doch eine Frau hier. Aber es ist ein Stone Golem. Das finde ich ein bisschen seltsam.
Schon wieder beim Dragon's Grog. Also ich mag ja als Gegner, die sind offensichtlich relativ einfach. Ach, endlich mal Musik. Man hätte auch länger gehen können, finde ich. In the courtyard, okay. Ja, Automap hin oder her. Wo ich jetzt hin muss, ist mir trotzdem nicht ganz klar, wenn ich jetzt quasi zum Gas möchte. Das ist doch der Ross, das ist doch der Ross, Dingens hier, oder? Ja. Ja, dann mal Recharge. Das kostet zwar einen Haufen Geld, aber was will ich schon machen? Was ist denn das hier eigentlich für ein Ding? So, jetzt war ich doch hier irgendwo richtig, oder? Ja. Hier ist das irgendwo. Ich meine. Ein Nomade! Sieht aber aus wie ein Barbar, du. Sieben Gold. Joa. Okay, wir sind wieder beim Gas und wir werden jetzt an der Stelle diesen Teil beenden. Ich denke, ich werde noch einen aufnehmen. Ich möchte unbedingt nochmal einen Dungeon aufsuchen und das wäre in diesem Weinkeller und das ist in irgendeiner Taverne. Das muss ich nochmal rausfinden. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und auf Wiedersehen.